Mit Respekt darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen und zur Podiumsdiskussion Frauen, Arbeit, Zukunft begrüßen. Mit dabei auf dem Podium die Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Soziologieprofessorin Jutta Almendinger, die Journalistin und Kolumnistin Theresa Bücker und die Betriebsratsvorsitzende und Krankenschwester Karin Leubel. Und ich übergebe jetzt an die Moderatorin Marietta Gedecke. Vielen Dank an Mena Mologeta für den energiegeladenen Einstieg in unsere Runde zum Internationalen Frauentag heute. Ich bin ganz gespannt auf unseren Austausch heute zum Thema Frauen, Arbeit, Zukunft. Wie können wir unsere Arbeit geschlechtergerecht gestalten? Und dafür sitzen wir heute hier ja in einer hochkarätigen Runde. Wir haben eine Ministerpräsidentin, wir haben eine Professorin dabei, eine Betriebsrätin, eine prominente Journalistin. Und da könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, Mensch, der Internationale Frauentag, brauchen wir den denn eigentlich überhaupt noch? Da frage ich also ganz ketzerisch genau das an Frau Bücker. Frau Bücker, was würden Sie sagen? Brauchen wir den Frauentag heute noch? Ist das noch zeitgemäß? Ja, in den feministischen Diskussionen versucht man ja mittlerweile, das ein bisschen weiter zu öffnen und von einem feministischen Kampftag zu sprechen, um eben zu sagen, feministische Kämpfe gehen über Frauen hinaus, sind ja auch im Interesse der ganzen Gesellschaft. Das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen. Und wir brauchen diesen Tag eigentlich jeden Tag im Jahr, weil es so viel zu tun gibt, dass ein einziger Tag überhaupt nicht reicht, um auf alle relevanten Themen aufmerksam zu machen. Ich denke, das werden wir heute auch in diesem Gespräch merken, dass es wirklich so viele politische Lösungen auch noch zu entwickeln gibt für all die Themen, die Gleichberechtigung berühren. Deswegen können wir diese Diskussion eigentlich an jedem Abend hier führen und mal schauen, welche Lösungen wir dann hier entwickeln. Deswegen, wir brauchen ihn unbedingt noch und sehr viel öfter als nur am 8. März. Haben Sie denn auch besondere Pläne für den Weltfrauentag, der ja morgen stattfinden wird? Na, das ist eine gute Frage, gerade mitten in der Pandemie. Denn also in Berlin ist ja sowieso der 8. März ein Feiertag. Das heißt, auch wenn wir gerade nicht in der Pandemie wären, hätten die Kitas geschlossen. Aber meine eigene Tochter ist ja schon seit 12 Wochen mittlerweile nicht mehr in der Kita gewesen. Die ist sowieso hier. Mein Partner ist aber auch hier, weil er gerade in Elternzeit ist. Wir haben ja noch ein Baby. Von daher, ich werde morgen den Tag auch mit verschiedenen Veranstaltungen verbringen, auch mit feministischen Diskussionen, aber mich natürlich auch nebenbei um meine beiden Kinder mitkümmern. Vielen Dank. Frau Dreyer, dann gebe ich den Ball einfach mal an Sie weiter. Haben Sie Pläne für morgen? Oh, die habe ich in der Tat, aber ich will vielleicht noch mal sagen zur Notwendigkeit des Internationalen Frauentages. Klar, wir müssten jeden Tag dafür kämpfen, aber wenn Sie allein bedenken, Sie haben uns ja so alle aufgezählt vorhin, es gibt 2 Ministerpräsidentinnen in ganz Deutschland. Es ist eigentlich alles gesagt, ja. Ich muss gar nicht weiter in die Tiefe gehen und es ist weit weg davon, dass wir eine gleichgestellte Situation zwischen den Geschlechtern hätten. Und es ist auch ein bisschen schade und deshalb muss man auch immer wieder einen besonderen Akzent setzen am 8. März, unabhängig davon, dass man jeden Tag dafür kämpfen muss. Ich habe als Ministerpräsidentin mir irgendwann überlegt, einen Frauenpreis ins Leben zu rufen und vor allem die Frauen sozusagen nach vorne zu stellen, die schon ganz viel getan haben, um die Welt ein Stück zu bewegen. Und dieser Frauenpreis, das ist ja auch ein bisschen logisch, da habe ich mir überlegt, dass ich den immer am Internationalen Frauentag oder um den Internationalen Frauentag herum verleihe. Und das wird jetzt morgen sein. Wir werden morgen die Sportjournalistin Claudia Neumann ehren. Sie ist ja die erste Sportjournalistin, die eine Männer-WM und Europameisterschaft überhaupt kommentieren durfte und so weiter und so fort. Also es sind eigentlich immer Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, aber schon etwas wirklich Starkes in ihrer Biografie haben, was einfach auch nochmal so ein Aufbruch zum Beispiel in diese Männerdomäne war oder etwas getan haben, wie die Lore Gut-Peschel, die ja dafür gesorgt hat, dass Beamtinnen auch in Teilzeit gehen dürfen und Anspruch darauf haben. Diesen Frauen ist dieser Frauenpreis gewidmet. Und das wird morgen Abend stattfinden. Super. Und
Mich würde auch interessieren, jetzt nochmal mit der Frage an Frau Professorin Almendinger, welche Themen stehen denn für Sie bei diesem Frauentag aktuell im Vordergrund? Naja, die meisten wurden ja schon genannt. Es ist die Frage der Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen, es ist die Frage der Gleichheit der Bezahlung für tatsächlich extrem harte Arbeit. Und wir haben ja eine unter uns, die wirklich hart jeden Tag arbeitet, ganz anders, als ich das beispielsweise tue in meiner doch privilegierten Situation. Wir haben die ganze Frage der Ungleichheit in den Renten. Wir haben die ganze Frage jetzt der Ungleichheit, die nochmal in Corona massiv hochgepoppt ist. Also es gibt Fragen und Fragen. Und das Schöne ist, für vieles haben wir ja auch Lösungen und Erkenntnisprobleme sind das eine. Aber jetzt Handlungskompetenzen zu entwickeln und durchzustarten, das ist das andere. So dass ich immer sage, der Weltfrauentag wird so lange gefeiert, bis er abgeschafft wird und dann kann man wirklich feiern. Also wir brauchen so das Hands-on, was wirklich geschieht. Und das bringt mich natürlich zu Ihnen, Frau Leubel. Als Betriebsrätin sind Sie ja quasi hands-on bei den Leuten da draußen unterwegs. Was glauben Sie, was bewegt die Frauen, mit denen Sie arbeiten, gerade in Bezug auf den Frauentag? Es ist immer noch so, dass wir Frauen in bestimmten Positionen keine Chance haben, da reinzukommen. Und das ist das, was viele, sage ich jetzt mal, von uns dann an so einem Tag bewegt. Normalerweise sind wir Verdi-Frauen, die Vertrauensleute machen dann an diesem Tag süße Geschenke für unsere Frauen und diskutieren morgens 5.15 Uhr und diskutieren dann schon ganz früh am Morgen darüber, wie jetzt in diesem Jahr die Situation ist für uns Frauen. Hat sich denn was verbessert? Hat sich was verändert? Wenn man sieht, wie lange schon Frauentag gefeiert wird, quasi machen wir ja mit dem Frauentag darauf aufmerksam, dass die Ungleichheit zwischen Mann und Frau immer noch ist. Also von daher sage ich jetzt mal, ich gehe morgen ganz normal zur Arbeit, weil leider unsere Aktionen nicht stattfinden können. Aber nichtsdestotrotz werden wir zwischendurch immer wieder darüber diskutieren, wie im Moment die Stellung der Frau in der Gesellschaft ist. Also wirklich auch so ein Bilanz ziehen. Ja, was haben wir erreicht? Einfach mal gucken, was gibt's, was haben wir erreicht oder was hat sich verbessert in all den Jahren. Und dann diskutieren wir schon, ich denke, ich bin in einem Beruf in der Pflege, der sehr körperlich und auch psychisch belastet ist. Aber es arbeiten nicht nur in unserem Klinikum Worms Pflegekräfte, sondern auch andere in anderen Arbeiterbereichen, in Küche, Wäscherei, Hauswirtschaft und so weiter. Also das ist schon ganz interessant, wenn man dann mal sieht, wie die Entwicklung in all den Jahren war. Ich arbeite jetzt 40 Jahre am Klinikum und da hat sich doch auch schon einiges geändert. Aber leider ist es immer noch so, es ist immer noch die Ungleichheit vorhanden zwischen Mann und Frau. Was belastet denn da besonders? Also ich meine, da sind wir ja direkt in unserem Themenkomplex der Arbeit. Wo sind da die größten Herausforderungen im Klinikum und allgemein, was Sie mitbekommen bei den Frauen? Die Herausforderungen sind immer die, Frauen sind heute immer noch diejenigen, die Kinder großziehen, gut, die Pflege an Eltern oder an Schwiegereltern auf sich nehmen. Das ist einfach so, die Gesellschaft sagt einfach, das ist eine Frauenarbeit und es wird gemacht. Und somit ist ein großes Problem natürlich für uns Frauen, wenn wir berufstätig sind und haben auch noch Kinder, wenn es um die unterschiedlichen Dienste geht, wenn es um Einspringen geht. Und dann ist wieder die Frage, wer kümmert sich um die Kinder? Oder wenn ich einspringen muss am Wochenende oder in Urlaub, weil Krankheit sonstiges ist, ja, wer kümmert sich dann um die Pflege der Eltern oder der Schwiegereltern? Also das ist immer so ein Problem, was meine Kollegen haben. Oder Überstunden, auch Überstunden ist eine Sache, ja. Jetzt muss ich länger bleiben, die Kita hat aber zu, die macht zu. Wer holt das Kind? Muss ich rumtelefonieren? Also es ist schon für uns Frauen sehr schwierig, den Alltag gut zu meistern, mit all den ganzen Facetten, was er beinhaltet. Und da würde ich mal direkt den Bezug zur Frau Almendinger ziehen. Sie haben sich damit ja auch ganz wissenschaftlich auseinandergesetzt. Wie sieht denn eigentlich tatsächlich die Lage der Frau und der Arbeit da draußen aus, wenn Sie so eine, wenn das überhaupt geht, eine kurze Bestandsaufnahme für uns machen können? Genauso wie Frau Leubel das gesagt hat. Ich kann das nur mit Zahlen unterfüttern, aber eigentlich habe ich dem nichts hinzuzufügen. Mhm. Wir sehen, dass Frauen wesentlich mehr an unbezahlter Arbeit machen, dass sie auch immer jene sind, die dann
wenn es zu einer Krise kommt, wenn das Kind krank ist, wenn etwas Unerwartetes kommt, wie jetzt beispielsweise die Pandemie, dann dastehen und die wartenden Mütter sind und sich um die Kinder kümmern. Die Pflegearbeit ist nochmal in die Höhe gegangen und dabei muss man sagen, dass die Pflegearbeit oder das, was man als Care so anglizistisch sagt, natürlich in Tohuwabohu ist aus ganz unterschiedlichen Tätigkeiten. Da ist auch die Hausarbeit drin, da ist auch die Gartenarbeit drin, da ist auch das Müll runterbringen drin. Aber wenn man es jetzt nur mal auf die Pflege für Kinder, die Erziehung von Kindern und die Pflege für die Älteren, für die Eltern bezieht, dann arbeiten Frauen das Doppelte. Dann steigt dieser im Durchschnitt bei 53% liegende Gender Care Gap auf 108%. Und von daher habe ich mich in der Tat damit beschäftigt, mal diese ganzen Lücken zwischen Männern und Frauen ein bisschen sauberer zu fassen und zu sagen, hier hat man eine persönliche Verantwortung für andere, so wie sie Frau Leubel tagtäglich für ganz, ganz viele Personen hat. Und hier sind das Dinge, die man vielleicht auch mal verschieben kann, den Müll, die Gartenarbeit und so etwas. Und von daher sind auch unsere wissenschaftlichen Maße, die wir das ja so in Stunden normalerweise berechnen, naja, wenig aussagefähig, würde ich jetzt mal sagen, weil es ja auch um die Verantwortung geht, um das, was man heute als Mental oder als Cognitive Load bezeichnet. Mhm. Frau Dreyer, was kann denn Politik genau dabei tun? Ich meine, Mental Load, da denkt man ja häufig daran, ja, wer kümmert sich, ich sag mal, wer hat die Termine für die Kinder und für die Arzttermine im Kopf? Aber bei unserem Thema Arbeit und Frauen, das geht ja weit drüber hinaus. Was kann Politik dort besser gestalten, was die Arbeitsbedingungen von Frauen angeht? Ja, das sind natürlich ganz unterschiedlichste Ebenen. Ich beginne mal damit, weil Frau Bücker sagt jetzt eben, ihr Kind ist jetzt schon in der 12. Woche nicht mehr in der Kita. Kann ich jetzt nur sagen, es hat mehr oder weniger gut funktioniert, aber wir haben im Land Rheinland-Pfalz nach der Erfahrung des ersten Lockdowns einfach entschieden, dass wir nicht in die Notbetreuung gehen, sondern den Regelbetrieb offen halten für den besonderen Bedarf. Das heißt, die Kita war überall auf. Warum? Wir haben in dem ersten Lockdown erlebt, die Notbetreuung hat einfach nicht funktioniert, weil je nach Träger kamen dann die Fragen, ja, wieso müssen Sie Ihr Kind hier abgeben? Können Sie nicht mal zu Hause bleiben? Sind Sie ein systemrelevanter Beruf? Oder, also wir hatten Debatten ohne Ende vor Ort und wir hatten danach auch Debatten ohne Ende, weil die Erzieherin gesagt hat, ihr schickt uns an die Front. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe auch Verständnis für die Erzieherin und ich bin deshalb total happy, dass wir es durchgesetzt haben, dass sie schnell jetzt geimpft werden. Bei uns werden die zurzeit auch geimpft. Es war das Wichtigste für mich, auch beim Impfgipfel schon, dass wir wirklich die Erzieherinnen schützen, weil mir vollkommen klar war, natürlich ist es richtig zu sagen, man hält den normalen Betrieb aufrecht. Die Eltern, die sagen, wir sind gerade in der Lebensphase, wo es für uns gar nicht so ein Problem ist, auch das Kind zu Hause zu haben, an deren Vernunft zu appellieren, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber alle anderen, unabhängig welcher Beruf, welche Situation, vielleicht auch, weil es ein Kind ist, das unbedingt den Kontakt in der Kita braucht oder die Förderung in der Kita braucht, dass wir das von Anfang an anders gemacht haben. Das war nicht diskussionsfrei, aber ich glaube, inzwischen konnten wir den Erzieherinnen auch vermitteln, was unsere Motivation war und wir haben auch vieles getan, die können sich testen, so oft sie wollen und um sie auch zu schützen, so gut es geht, aber ich glaube, jetzt mit der Impfung wird diese Diskussion auch ein ganzes Stück zurückgehen und dann können wir echt auch dann noch den nächsten Schritt dann in Zukunft gehen, dass die Eltern die Chance haben, wirklich auch gar nicht mehr zu überlegen, sondern zu sagen, mein Kind geht in die Kita. Also ich finde, das sind so Schlüsselerlebnisse für mich in der Pandemie, weil wir hatten in dieser Kanzlerrunde ja eigentlich immer und ewig diese Diskussion um die Kinder. Immer und immer und immer. Das haben viele von uns gar nicht so verstanden, weil wir immer gesagt haben, das System Schule, Erziehung, Vereinbarkeit, Familie und Beruf ist eigentlich ein total relevantes Thema und mir war von Anfang an klar, was ein Lockdown eigentlich bedeutet für Eltern. Und die Eltern sind am Limit, total, weil sie auch noch selber im Homeoffice sind. Und deshalb ist es jetzt mal so eine Maßnahme, die wir uns überlegt haben, als ganz konkrete politische Maßnahme, wie geht man mit dem Konflikt um? Auf der einen Seite, dass Erzieherinnen natürlich geschützt werden müssen, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, Eltern können nicht dauernd überfordert werden und in der Regel dann zum Nachteil auch noch der Frauen in der Familie. Mhm. Und der Kinder. Und der Kinder, auf jeden Fall. Mhm. Also ich merke schon, wir kommen eigentlich um dieses Thema der Care-Arbeit, wenn wir uns Frauen und Arbeit anschauen, überhaupt nicht drum herum. Also die Frage, wer kümmert sich denn eigentlich? Und wenn wir uns da auch einfach mal so
paar Zahlen anschauen, ein Drittel des Bruttosozialproduktes besteht eben genau aus dieser Care-Arbeit mit Kindern, Haushalt, Angehörigenpflege. Und das ist unbezahlte Arbeit. Und jetzt ist natürlich die Lage so, wo der Lohn fehlt, muss der Lohn dann durch bezahlte Arbeit wieder reinkommen. Sonst sind wir sofort wieder beim Thema Altersarmut, die bekanntlich ja auch weiblich ist. Und da will ich jetzt gerne Frau Leube, Sie fragen, wie können denn Betriebsrätinnen bei diesem Balanceakt die Betroffenen unterstützen? Bei uns ist so, in der Pflege vorwiegend, in dem Moment, wo ein Kind kommt, machen viele Kolleginnen Teilzeitarbeit. Ja? Und das ist natürlich, was den Gehalt betrifft und auch später die Rente, nicht sehr gut. Was wir als Betriebsräte machen können, ist zu versuchen, dass die Kolleginnen andere Arbeitszeiten bekommen. Ja, also das haben wir schon versucht und wir haben auch einen Arbeitgeber, der da oft sehr mitspielt, das muss man schon sagen, das findet man nicht überall und da muss man zwar immer gucken, wie ist der Arbeitsablauf, wie kann man was an der Organisation verändern. Und da muss ich dazu sagen, das ist so das, wo man dann immer sagen kann, okay, wenn man an der Organisation was verändert, kann man auch eventuell die Zeit verändern. Und ich denke, da müssen die Arbeitgeber mitspielen. Weil wenn ich Fachkräfte möchte, dann muss ich auch was für Fachkräfte tun. Und nur wenn wir Frauen Kinder kriegen, dann bleiben wir immer noch Fachkräfte. Ja? Also manchmal hat man so das Gefühl, die Männerwelt vergisst es. Da müssen wir auch hin, dass ganz klar ist, wir Frauen, wenn wir auch die Kinder bekommen, bleiben wir Fachkräfte und die Arbeitgeber müssen sehen, wie sie von Arbeitszeit, Kinderbetreuung und so weiter was verändern können. Und ich denke, da ist der Arbeitgeber und auch die Politik gefordert, muss man schon sagen. Da ist der Ball ja sofort wieder bei Frau Dreyer, wenn es um die Politik geht. Wie können wir denn eigentlich diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken und unterstützen? Ja, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Also ich würde jetzt mal sagen, auf der Ebene jetzt zum Beispiel das Krankenhaus kann man auch einiges versuchen, über Tarifverträge zu regeln. Ja. Das ist übrigens ein ziemlich gutes Mittel. Dort, wo Tarifverträge sind, kann man das auch versuchen, vernünftig hinzubekommen. Aber wir haben natürlich auch Möglichkeiten. Es ist ja auch schon einiges passiert, von Elterngeld plus über Brückengeld und so weiter. Aber ich bin immer noch so ein Anhänger eigentlich von den Familien, wie heißt das nochmal, das ist in unserem Programm, ich vergesse immer den Titel, die ganzen Titel, es geht eigentlich nur darum, dass man dort versucht, auch nochmal die Elternzeit ein Stück weit zu verlängern, sie fairer aufzuteilen. Genau, ja, ich weiß nicht, ist das Elterngeld Plus? Nee, das ist die Weiterentwicklung, Jutta, da geht es eigentlich darum, dass eigentlich so ein Familiengeld bezahlt wird, ja, damit der Lohnunterschied eigentlich keine Rolle spielt. Ne? Genau. Ja. Dass man halt Anreize gibt, dass genau. Beide sich können. Genau. Und das finde ich zum Beispiel total ein wichtiges Instrument, dass wir das auch hinkriegen in der nächsten Legislaturperiode, weil da geht es wirklich auch, es ist ja oft die Debatte zu Hause, wenn ein Kind da ist, wer verdient mehr, wer bleibt zu Hause und so weiter, dass da kann der Staat natürlich mit so einem Instrument auch einen Ausgleich schaffen und damit auch einen Anreiz schaffen, dass die Arbeit, Care-Arbeit stärker verteilt, besser verteilt wird. Und ich finde auch, dass man die ganzen Partnermonate und so weiter, dass man das einfach auch noch mal ein ganzes Stück anders regelt. Ja? Dass es fairer aufgeteilt werden muss am Ende. Mhm. Zum Beispiel. Ich darf das mal ganz kurz mit ein paar Zahlen hinterlegen. Also das, was Frau Leubel eben sagte und was Malu Dreyer ausführte. Wir haben, wenn wir uns anschauen, die Unterschiede auch im Verdienst und in den Arbeitszeiten von Frauen und Männern, bevor sie Eltern werden, das ist ganz gering. Und dann kommen die Kinder und dann hat man in 70% der Haushalten, dass die Frau teilzeiterwerbstätig ist und der Mann Vollzeit. Und umgekehrt ist das genau bei 2% der Haushalten so, dass die Frau vollzeiterwerbstätig ist und der Mann Teilzeit. Und wenn wir hinkämen, beide mehr in Teilzeit oder in einer abgeminderten Vollzeit erwerbstätig sein zu lassen, dann hätten wir natürlich auch nicht diese ganzen schrecklichen Folgewirkungen der einseitigen Teilzeit von Müttern, nämlich, dass sie kaum noch Karriere machen, dass sie kaum noch in Führungspositionen reinkommen, dass sie auch kaum finanzielle Zuwächse haben in der Altersspanne zwischen 30 und 50, während Männer dann einen Sprung im Gehalt nach dem anderen machen, bleiben Frauen auf einem Plateau. Und das führt natürlich dann auch zu einer noch niedrigeren Rente. Also da sind es genau die Mechanismen mit den
Partnermonaten hoch von 2 auf 4. Die 2 Monate für Väter hat geholfen. Da muss man nachlegen, auch dass Väter mal alleine in der Situation sind, sich um Kinder zu kümmern. Wir müssen bei den Personal reden, bei jenen, die für Einstellungen zuständig sind, auch die Väter ermuntern, mal 6, 7 Monate rauszugehen. Dann wird nichts passieren. Es wird kein Ende ihrer Karriere sein. Und so zu einer gleicheren Verteilung kommen von unbezahlter Arbeit, die dann große Auswirkungen hat, so zeigen viele Analysen, auf die Gleichheit und eine größere Ähnlichkeit in den Karriereverläufen, aber auch in der Bezahlung von bezahlter Arbeit. Frau Bücker, da möchte ich Sie auch gerade noch mal fragen. Wir haben jetzt viele so ganz konkrete Ansätze gehört, aber wo müssen wir denn eigentlich als Gesellschaft, sage ich mal, umdenken oder vielleicht auch neu denken, wie wir Frauen und Karriere auch nach außen darstellen? Was würden Sie sagen? Da kommt ja auch, ich sag mal, dem Journalismus und dem Bild, was nach außen transportiert wird, eine gewisse Rolle zu. Na, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den Frau Almendinger ja auch schon herausgestellt hat, ist, dass wir das Wissen darüber verbreiten müssen, dass Appelle an Paare und Männer und auch der Einstellungswandel, das hat marginale Effekte. Es sind politische Maßnahmen und Strukturen, die Männern und Frauen helfen, gleichberechtigt zu leben. Das heißt, diese Figur des modernen Vaters, die gibt es in dem Sinne so nicht, weil er kann erst dieser Vater sein, wenn er die entsprechenden Strukturen vorfindet. Deswegen brauchen wir da wirklich Impulse von der Politik. Wir brauchen mindestens 4 Partnermonate, die eben auch alleine genommen werden und kein verlängerter Sommerurlaub sind. Ich finde es sehr wichtig, dass die EU-Richtlinie zum Vaterschaftsurlaub endlich umgesetzt wird. Da blockiert das Familienministerium auf Bundesebene ja leider, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass die PartnerInnen eben ganz am Anfang schon dabei sein können, weil das eben die Weichen stellt, um später auch gleichberechtigt Care-Arbeit zu übernehmen. Und den Journalismus sehe ich vor allem in der Rolle, diese Themen langfristig und beherzt zu begleiten. Wir haben leider in wenigen Redaktionen, obwohl es besser wird, FachjournalistInnen, die diese Themen wirklich langfristig begleiten. Also ich begleite diese Themen ja mittlerweile auch schon seit ungefähr 10 Jahren und wir fangen sehr oft wieder bei Null an bei diesen Themen. Wir brauchen einen sozial engagierten Journalismus auf jeden Fall, der den Finger auch immer wieder in die Wunde legt und schaut, wo kann jetzt politisch endlich etwas getan werden und wo wird seit Jahren eigentlich immer wieder versprochen, wir machen was und dann kommt es doch nicht. Also es gab ja auch in dieser Legislatur eine Elterngeldreform, die aber tatsächlich nur ein Reförmchen war, weil sie hat die Partnermonate nicht heraufgesetzt und das hätte auf jeden Fall sein müssen. Was gut war, war, dass das Elterngeld für Frühgeburten ausgeweitet worden ist, aber dass kein Signal kam, dass die Monate für Partnerinnen und Partner jetzt endlich ausgeweitet werden. Das fand ich bedauerlich, weil wir wissen das alles, wie Frau Almendinger ja auch schon sagte, wir haben kein Erkenntnisproblem, überhaupt nicht. Wir wissen aus der Forschung, welche Weichen gestellt werden können. Und ich würde mir wirklich eine sehr progressive, ja auch eine Gleichstellungspolitik wünschen, die mal ein bisschen provoziert, weil das hat sie in den letzten Jahren eigentlich zu wenig getan. Also man muss wirklich mal sagen, wir können in Deutschland viel größere Sprünge machen, allein reichen nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall auch dem Thema Arbeitszeit widmen, weil sonst werden wir auf Jahrzehnte noch in dieser Aufteilung bleiben, dass in Mann-Frau-Beziehungen die Männer in Vollzeit bleiben und die Frauen in Teilzeit. Mhm. Und ich denke, dass wir auf die neue Vollzeit von etwa 30 Stunden müssen, um in Sachen Gleichberechtigung einen großen Schritt nach vorne zu machen. Also wir sehen bei dieser Weichenstellung, wir haben wirklich ein ganzes Bouquet aus Möglichkeiten, an die die Politik ran muss. Und ich möchte jetzt gerade, weil es ja auch darum ging, ne, was ist besonders, was wird besonders rausgestellt in den Medien, da sind wir ja sehr schnell auch beim Thema Quote. Das ist ja was durchaus in den Medien immer wieder stattfindet. Sei dahingestellt, ob das immer richtig dargestellt wird. Aber mich würde interessieren, wie ist denn Ihre Position zum Thema Quote, Frau Dreyer?
Meine Position ist eigentlich, solange ich denken kann, immer die gleiche. Ich bin eine absolute Quotenbefürworterin. Ich bin da auch komplett illusionsfrei. Also jeder Mann, jede Frau, die uns erzählt, ohne Quote geht's, ist einfach, liegt falsch. Man erlebt es immer wieder, die berühmte gläserne Decke, die Frauen sind extrem gut qualifiziert, sie haben Ehrgeiz, sie haben eigentlich alles. Aber dann gibt es, weiß ich nicht, Babypause, was auch immer, auf jeden Fall, irgendwo endet es dann immer. Also ohne Quote bewegt sich gar nichts. Und man sieht es ja auch, ist ja wunderbar jetzt mit den Aufsichtsräten. Und dann konnte man sehen, wie viel Freiwilligkeit ist dann eigentlich gelaufen im Sinne von Vorständen. Was bewegt sich da? Gar nichts. Also es bewegt sich so gut wie gar nichts. Frau Almendinger könnte es vielleicht besser noch unterlegen mit Zahlen. Aber ich bin ganz sicher, man braucht eine Quote, um voranzukommen. Und wir sehen es auch in den Parlamenten. Ja. Es ist eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis jetzt im 21. Jahrhundert, wenn man sieht, wie unsere Parlamente zusammengesetzt sind. Wir waren schon viel, viel weiter. Es gibt nicht in allen Parteien eine Quote. Die Quote ist ein Muss. Ich bin sogar dafür, dass man irgendwann es mal schafft, ein Paritätsgesetz so hinzukriegen, dass die Rechtsprechung dann auch mal zu uns hält, weil wir am Ende dann trotzdem manchmal trotz Quote ja diesen Mechanismus haben, dass die Frauen dann immer durch beliebte Männer, das ist ja auch okay, die werden dann gewählt, aber dann fallen die dann doch hinten runter und dadurch hat man die tollsten Frauen, die vorne Plätze haben, aufgrund der Quote dann doch nicht im Parlament. Und das sind alles so Dinge, da bin ich auch der Auffassung, man schafft es nur durch ordnungspolitische Maßnahmen. Alles andere wird uns nicht weiterführen. Ich meine, wir können jetzt noch mal 50 Jahre daran arbeiten, ob wir es hinkriegen. Aber im Moment sehe ich ja eher, ich habe es vorhin gesagt, es war noch ein Siegeszug, als Heide Simonis als erste Frau Ministerpräsidentin wurde. Das Höchste, was man mal erreicht hat, waren, glaube ich, 4. Heute habe ich irgendeine Statistik gelesen, wie viel Bürgermeisterinnen es gibt, also auf der kommunalen Ebene. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber es ist eine katastrophale Zahl. 9%. Ja, ne? War einstellig. Ich bin wirklich total erschrocken. Also es ist, das zeigt unserer Gesellschaft wirklich kein gutes Bild. Also, und deshalb bin ich davon überzeugt, wenn wir es nicht regeln, dann kommen wir auch nicht weiter, also im Schneckentempo. Und das noch nicht mal immer. Wir haben jetzt eine Partei wie die AfD beispielsweise im Parlament, da gibt es ja so gut wie keine einzige Frau. Damit ist auch die Repräsentation im Parlament automatisch schon mal runter, ganz abgesehen von den Inhalten und den Rollenvorstellungen, die dort vertreten werden. Also es ist wirklich ziemlich problematisch. Und ich wollte noch ein Wort vorher sagen zu dem, was Frau Bücker gesagt hat. Ja, ich glaube auch, dass man an das Thema Arbeitszeit ran muss, weil wir das ansonsten, glaube ich, auch nicht stemmen. Wir werden dieses Gefälle Vollzeit, Teilzeit nie in den Griff kriegen, wenn man nicht wirklich auch guckt ganz allgemein bei der Arbeitszeit, dass man da ein besseres Verhältnis zueinander hinbekommt und dann automatisch einfach Rahmenbedingungen hat, die dann eben auch die Aufteilung dadurch automatisch verändert. Und was ich dabei ganz spannend finde, ist, wenn wir quasi dieses Thema Quote nehmen, dann ist ja immer ein Problem, was damit einhergeht, wo Frauen nicht stattfinden, wird eben auch nicht, ich sag mal, weiblich gedacht. Da fallen Themen hinten runter, da wird vielleicht auch, werden Lösungen gefunden, die nicht für alle gleichermaßen da sind. Und wenn wir jetzt über Frauenarbeit Zukunft nachdenken, dann sind wir ja beim Thema Digitalisierung automatisch. Und auch in der Digitalisierung findet ja das Weibliche einfach durch weniger Frauen in Tech-Berufen, weniger Frauen in MINT-Bereichen natürlich auch weniger statt. Und da möchte ich gerade Frau Bücker, Sie sind ja quasi im Digitalen, ich sag mal, groß geworden, mal fragen, was ist denn Ihre Position oder Ihre Sicht darauf, welche Rolle spielt die Digitalisierung der Arbeit beim Thema Geschlechtergerechtigkeit? Ich würde sagen, die Digitalisierung im Bereich der Arbeit hat eine ambivalente Rolle. Da hat Frau Almendinger in den letzten Wochen und Monaten ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass, und das ärgert mich ein bisschen, weil das dominierte die mediale Debatte durchaus, in der Homeoffice als Lösung für Frauen verkauft wurde. Und gesagt wurde, dass das ist jetzt ja alles easy, die Vereinbarkeit wird besser durch Homeoffice und mobile Arbeitszeitmöglichkeiten und jetzt können die Frauen endlich besser Karriere machen. Und das stimmt ja so nicht. Also wir brauchen die Präsenz, wir brauchen die Sichtbarkeit unter KollegInnen gegenüber Vorgesetzten. Wir haben leider die Tendenz, wenn Frauen vermehrt im Homeoffice arbeiten, und das sehen wir ja an den Zahlen, die jetzt während der Pandemie auch erhoben worden sind,
Die Männer holen zwar auf in der Care-Arbeit, die sie zu Hause übernehmen, aber die Frauen übernehmen noch mehr. Also was die Frauen an Stunden obendrauf gelegt hat, ist eben noch mal mehr geworden, als ihre Partner gemacht haben. Deswegen brauchen wir gute Konzepte, wie digitale Arbeit funktionieren kann und die Karrierechancen für Frauen aber nachgehalten werden. Und das ist eine Formulierung, die ja von Frau Almendinger stammt, dass man eben auch das Recht braucht, nicht im Homeoffice zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Also wir brauchen da einfach eine Debatte, die die nächsten Monate weitergeht, wie gute Arbeitsplätze im Homeoffice gelingen werden können, auch wie die Rechte der Arbeitnehmerinnen im Homeoffice gestärkt werden. Also wer trägt eigentlich die Kosten für Anschaffungen, die gemacht werden? Wer sorgt dafür, dass der Arbeitsplatz auch wirklich gesund ist, an dem man zu Hause ist? Weil viele haben ja auch kein eigenes Arbeitszimmer. Mussten sich gerade in den letzten Monaten Sachen anschaffen, wo es ja möglicherweise in die Richtung geht, dass eben jetzt Unternehmen Kosten reduzieren, indem sie Büroflächen abbauen, aber das auf Kosten der Arbeitnehmerinnen geht. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, da brauchen wir starke Betriebsräte. Das Thema Betriebsräte ist aus meiner Sicht auch nochmal wichtig. Wie machen das eigentlich kleinere Unternehmen? Was passiert da im Start-up-Bereich? Ich glaube, da muss sehr gut unterstützt werden, dass eben da Betriebsräte auch aufgebaut werden können, dass das nicht als unmodern gilt und dass wir eben auch gerade jüngere Menschen, die neu in die Arbeitswelt kommen, gut daran heranführen, ihre Rechte zu kennen und wie sie mehr Mitbestimmung erreichen können. Mhm. Bei den Betriebsräten, das gebe ich natürlich an Frau Leubel weiter. Liebe Frau Leubel, wo merken Sie denn jetzt schon die Auswirkungen der Digitalisierung vor Ort? Ist das schon spürbar angekommen? In einigen Bereichen, sage ich jetzt mal, also im medizinischen ja, sage ich jetzt mal, in Geräten, aber ansonsten ist es so, dass auch bei uns jetzt digital erst aufgerüstet wird. Ja. Zum Homeoffice möchte ich nur ganz kurz sagen, also Homeoffice ist für die Frauen mehr wie belastend. Es ist keine Entlastung aus dem Grund, so wie es jetzt zum Beispiel auch jetzt in der Corona-Pandemie ist, zeigt sich das ja direkt. Homeschooling plus Homeoffice kann man nicht vereinbaren. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, es ist eine Erleichterung, wenn Frauen zu Hause Homeoffice machen. Erwiesen ist, dass Frauen viel mehr Arbeitszeit dann haben, als wie wenn sie im Büro sitzen oder ansonsten auf ihrem Arbeitsplatz sind. Und wie gesagt, bei uns im Klinikum rüstet man jetzt auf zum digitalen Arbeiten. Also da entwickelt es sich so langsam rüber. Mhm. Ja. Und da möchte ich gerade auch noch mal Frau Almendinger mit einbeziehen. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, hier wir haben gerade im Bereich Digitalisierung doch eine starke Tendenz hin zum einem Bereich einfach, wo die Wahl beschäftige ich mich damit eben häufig bei Männern mit Ja und bei Frauen eher mit Nein beantwortet wurde, zumindest in der Vergangenheit. Und meine Frage an Sie ist, sehen wir die Zukunft dann nicht eigentlich zu sehr dadurch durch die männliche Brille? Also inwiefern reproduzieren wir dann womöglich mit dem Digitalen dann einfach noch mehr die alte Männerdominanz, die wir sowieso schon haben? Naja, das ist ja genau das, was Theresa Bücke auch schon ausgeführt hat und auch Frau Leubel dargestellt hat. Wir haben im Moment diese ganze Digitalität und das Homeoffice zu verstehen als eine Verfestigung von althergebrachten traditionellen Arbeitsteilungen. Männer, wenn sie gefragt werden, wo wollen sie arbeiten, selbst wenn sie dann sagen Homeoffice, dann ist das zur Flexibilität der Arbeit, dass sie mal da und da arbeiten können. Bei Frauen ist es schlichtweg die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und hier wird das gestärkt, die Belastungen werden gestärkt, die Frauen werden wieder unsichtbar gemacht, werden nach Hause gesteckt. Und dann müssen wir natürlich auch betrachten, dass es weitreichende gesellschaftliche Effekte hat. Frauen werden dann nicht mehr ein Stück anderes Leben haben. Sie werden in der Familie, vielleicht noch im Bekanntenkreis, die Straßen ziehen sich immer mehr zusammen, die Städte werden noch segmentierter. Man trifft keine entfernten Bekannten mehr, die aber ganz wichtig sind, um größere Netzwerke zu bilden. Und von daher hat es natürlich auch einen Effekt auf die Entfremdung der Gesellschaft insgesamt, den niemand von uns gerade in diesen Zeiten wünschen kann.
Das sind ein paar sozusagen Anmerkungen dazu, jenseits dessen, dass sie natürlich immer einen gespaltenen Arbeitsmarkt damit erzeugen wird, nämlich in jene, die überhaupt nicht zu Hause arbeiten können. Frau Leubel wird das, selbst wenn sich jetzt die Arbeit digitalisiert, nicht in dem Maße können, wie ich das kann. Und das ist mir viel zu wenig in der politischen Diskussion hochgezogen, was das eigentlich heißt, weil so wie wir jetzt argumentieren, berücksichtigen wir diesen Punkt überhaupt nicht. Erlauben Sie mir vielleicht nochmal, bevor wir dieses Thema der Quote ganz verlassen, nochmal einen Schwenk zurück. Theresa Bücke hat gesagt, wir brauchen mehr Mut und wir brauchen tatsächlich an unterschiedlichen Punkten Anstrengungen. Und wir dürfen das jetzt nicht darauf verkürzen, dass wir sagen, wir brauchen eine Quotierung. Ich bin eine ganz engagierte Quotenbefürworterin, überhaupt gar keine Frage. Ich bin tausendfach durchquotiert in meinem Leben. Ich weiß, wie schrecklich das ist und der Mut, der kam letztes Jahr, als ich sah, dass die jungen Frauen endlich mal sagten, wir warten jetzt nicht, bis uns das auch passiert und das ist sozusagen das Problem der Alten, sondern wir sehen, dass sich die Welt so nicht geändert hat und dass wir auch die Quote brauchen und dafür einsetzen. Deshalb bekamen wir irgendwie dieses Führungspositionsgesetz 2 mit Hilfe von Malu Dreyer, mit Hilfe von anderen aus den verstaubten Schubladen. Aber breitflächig bekommen Sie das tatsächlich nur hin, wenn Sie die ganze Care-Arbeit anders aufteilen, wenn Sie an die Stunden gehen, weil sonst wird immer das Problem sein, dass die Quotierung zwar die Sichtbarkeit von Frauen in Führung erhöht, zwar Kindern denken lässt, aha, es gibt andere Karrieremodelle, aber es wird ein elitäres Projekt sein. Und da müssen wir es ja gerade rausbekommen. Wir wollen doch in der Breite bessere Löhne für Frauen, bessere Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen, bessere Renten für Frauen. Und wir wollen doch nicht, dass sie auf die Almosen von Männern irgendwo angewiesen sind oder des Staates. Das war mir ganz wichtig zu sagen. Also Quote allein ist wichtig, aber wir müssen bei den anderen Dingen ansetzen. Und von daher bedauere ich es zutiefst, dass wir diese Stiftung, die jetzt ja doch angedacht war, die auch schon im Koalitionsvertrag verortet war, über eine ressortübergreifende Gleichstellungspolitik, die Stadtpolitik, die Verkehrspolitik, alle möglichen Bereiche, wo es wirklich massive Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern, gemeinsam angeht und nicht mal so stückchenweise. Und ich glaube, dadurch würde eine Power hinkommen. Und auch das wünsche ich mir für das so wichtige Jahr 2021. Ja, und eine richtige Frage ist dabei ja, wir haben jetzt gehört, okay, einerseits die quasi altbekannten Probleme, bei denen wir vielleicht mehr Tempo machen müssen, andererseits auch neue Herausforderungen. Frau Dreyer, wo sehen Sie so die wichtigsten Ansatzpunkte, wenn wir das so gegeneinander abwiegen, das Alte einfach noch mehr oder sich wirklich aufs Neue stürzen, wenn wir die Digitalisierung denken? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber wo würden Sie am liebsten ansetzen? Ja, also man kann ja nicht entweder da oder dort ansetzen. Ich nenne mal einen Bereich, der mich so sauer gemacht hat eigentlich letzte Woche. Also ich weiß auch nicht, wie lange ich schon mitkämpfe mit Mitstreitern, Mitstreiterinnen für den Flächentarifvertrag in der Pflege. Das ist nicht die Altenpflege, ist die Altenpflege vor allem. Und das ist wirklich, also wir sind so nah da dran gewesen. Und dass das jetzt geplatzt ist, ja, weil die Caritas, die eigentlich sogar ganz gute Gehälter bezahlt, das ist irgendwie eine total verrückte Geschichte, aber man aus übergeordneten Gründen aus ihrer Sicht dann am Ende nicht mitgemacht hat und im Grunde wir jetzt da wieder von vorne anfangen. Ich bin fest davon überzeugt, in der Pflege, gut, wir haben jetzt die generalistische Ausbildung, deshalb wird sich das hoffentlich auch ein Stück angleichen irgendwann, aber wir haben diesen ganzen Bereich der Langzeitpflege, der jetzt in der Pandemie eine überragende Rolle gespielt hat. Die ganzen alten Menschen in den Altenheimen, die wurden gepflegt von Menschen, Frauen, die echt total wenig verdienen, also wirklich richtig wenig verdienen. Und da wäre es so notwendig gewesen, endlich mal dieses Thema durch einen Tarifvertrag, der dann auch für allgemeinverbindlich erklärt wird, anzuerkennen, weil ich bin fest davon überzeugt, nur über dieses Mittel schafft man es dann perspektivisch auch mal in dem Bereich zu besseren Löhnen und auch zu besseren Arbeitsverhältnissen zu kommen. Klar, Personalbemessungsgeschichten ist ja alles auch vieles schon beschlossen worden. Der Mindestlohn ist auch erhöht, aber das ist es nicht. Es geht einfach
einfach um vernünftiges Gehalt. Es geht nicht um den Mindestlohn. Und das finde ich digitalisierte Beruf. Natürlich wird die Digitalisierung der Pflege Unterstützung geben können. Ist ja gar keine Frage. Aber Pflege bleibt Pflege. Und zwar mit Menschen, an Menschen und für Menschen. Und deshalb ist es eben total wichtig in diesen Bereichen, wo man wirklich auch vielleicht von Technik und Technologie ein Stück profitieren kann, aber die Menschen einfach weiter gebraucht werden, dass man dort flächendeckend wirklich zu guten Tarifabschlüssen kommt. Und das finde ich persönlich total dramatisch an der Stelle. Und gut, da wird man jetzt weiter gucken, was tut man, aber das ist jetzt eine verpasste Chance erstmal. Ja. Und was die Digitalisierung betrifft, ist so vieles schon gesagt worden. Also persönlich frustriert es mich eigentlich, dass ich jetzt so sehe, ich mache öfter mal so einen Lunch für Gründerinnen in der Staatskanzlei, und ich finde es eigentlich total dramatisch, dass man in der digitalen Welt jetzt so erlebt, bei den Startups und so weiter, dass sich das irgendwie jetzt gerade mal wieder alles so ein bisschen wiederholt. Also da ist eine ganz klare Männerdominanz, obwohl es so viele intelligente Frauen gibt, die natürlich in der digitalen Welt auch super klarkommen und tolle Ideen haben. Und da muss man, glaube ich, ziemlich aufpassen. Das ist so ein Grundgedanke von mir gewesen, immer mal wieder so Events zu schaffen, wo ich die Frauen zusammenbringe, die in unserem Land eben Startups gegründet haben oder Gründerinnen sind, damit die sich vernetzen untereinander und Plattformen der Vernetzung haben. Aber das ist sicherlich nur ein Teil. Wir haben auch MINT-Initiativen, um die Mädchen zu stärken. Das ist nach wie vor dramatisch, dass dieser ganze Bereich so männerdominiert ist. Auch da müssen sich Dinge weiter bewegen, indem man einfach Mädchen und junge Frauen auch unterstützt und auch Rollenvorbilder zeigt, damit man auch stärker einfach in diese Bereiche reinkommt. Weil es macht natürlich auch was mit den Frauen, wenn die auf irgendein Event, ich sag mal jetzt nicht nur für Frauen gehen, sondern die kommen da rein, Start-up-Event, und bis ans Ende des Raums sieht man nur Männer. Das ist natürlich abschade. Ja, das kann man ja alles wirklich viel besser vorbereiten. Also ich habe lange in Stanford gelebt und habe gesehen, wie die Leute gecoacht werden, um ihre Konzepte für Start-ups vorzustellen, wie sie auch ein wesentlich größeres Vertrauen entgegengebracht bekommen, dann Geld in die Hand zu bekommen. Das Insolvenzrecht ist anders. Also hier ein bisschen mehr vorzubereiten auf diese Messen, das würde allen gut tun. Und vielleicht noch was Letztes, weil Malu Dreyer so schön über diesen Flächentarifvertrag in der Pflege gesprochen hat. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, brauchen wir natürlich auch eine gewerkschaftliche Vertretung. Wir brauchen irgendwo eine Organisation der ganzen Crowdworkers und der ganzen digitalen Selbstständigen, die für ein Apfel und ein Ei oft arbeiten und nur nach dem bezahlt werden, was sie tatsächlich nicht nur leisten, sondern was von den Auftraggebern dann übernommen wird als Leistung. Das sind ganz dramatische Existenzen, die da dahinter liegen. Wir fördern die im Moment durch die Ausbreitung der Digitalisierung. Aber wir achten nicht genug darauf, dass diese Personen, und es sind dann überwiegend Frauen, langfristig eine Sicherheit haben oder auch nur kurzfristig eine Sicherheit haben. Wie können wir denn an der Stelle dann Gewerkschaften oder vielleicht auch einfach die Grundidee, dass ich mich dann wieder einer Gewerkschaft anschließe, selbst wenn ich quasi dort, sag mal, als Crowdworkerin unterwegs bin, wie können wir diese Idee wieder stärken? Ich habe schon den Eindruck, dass es... Indem erstmal die Gewerkschaften dieses Problem viel entschlossener in die Hand nehmen, als sie es im Moment tun. Ich glaube nicht, dass die Gewerkschaften von sich aus, also ja gut, ich meine Christian Dämmer, IG Metall, da gibt es vereinzelte Konzepte, aber in der Breite der Gewerkschaften sehe ich da viel zu wenig, wie man versucht, diese Menschen zu bekommen, sich ihnen zu nähern, sie zu solidarisieren und dann natürlich auch zu vertreten und zu schützen. Und jetzt haben wir ja gerade eben schon auch über den Lohn, über das Entgelt gesprochen. Und da möchte ich noch mal einen Ball in den Raum werfen, denn es ist ja demnächst auch Equal Pay Day am 10. März. Und gleichzeitig, gerade diese Woche, habe ich noch im Spiegel gelesen, hier das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, der Gender Pay Gap ist in Deutschland deutlich höher sogar als im Rest der EU. Also bei der EU liegt er etwa bei 14%, in Deutschland bei 19%. Das rechnet sich dann wieder hoch, das macht die Rentenlücke dann auch noch mal größer auf 30%. Also insgesamt einfach, ich muss es so sagen, wie es ist, Armutszeugnis irgendwo. Frau Dreyer, was muss denn Politik leisten, um
wirkliche Chancengleichheit da auch wiederum herzustellen? Ja, es ist ja nicht die eine Lösung. Wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen, warum es überhaupt zu diesem Gender Pay Gap kommt. Und an all diesen Schrauben muss natürlich gedreht werden. Das sind Berufe, die klassischen Frauenberufen sind, wo die Gehälter einfach viel zu niedrig sind. Es ist die Unterstützung weiter, einfach zu wenig Mädchen sind. Aber es ist auch die Frage Teilzeit, Vollzeit. Das ist einer der Hauptgründe letztendlich auch. Ja. Und deshalb ist dieses Thema, man muss schauen auf eine andere Arbeitszeit lehren. Aber ich glaube, das sind so die Schlüssel, über die wir gesprochen haben, an denen man immer weiter arbeiten muss. Und natürlich geht es auch um die Frauen in den Führungspositionen. Auch das, dass wir nach wie vor so wenige Frauen haben, die in den oberen Positionen, auch das macht ja was mit der Gesamtgehaltslage. Und das sind all die Themen, die wir verändern müssen. Und sowohl Frau Bücker als auch Frau Almendinger eigentlich auf der Bundesebene, Landesebene nochmal so einen richtigen Aufschlag, um zu sagen, das sind jetzt die Rahmendinge und das Ehegattensplitting gehört genauso dazu. Ja, das ist im Grunde steht es jetzt, ich weiß auch nicht schon, wie viele Jahre in den Programmen mancher Parteien, ja, bei uns ja auch. Aber irgendwie kommen wir nicht voran mit dem Thema. Und das ist in vielen anderen Fragen auch so. Man müsste es wirklich schaffen. Aber ich sage jetzt auch mal, ich war bei der letzten Koalitionsverhandlung dabei. Da war wirklich nicht viel Spielraum mit der CDU. Also das ist jetzt noch gelinde gesprochen. Es ist eigentlich ein Wunder nach den Vorzeichen, dass jetzt es nochmal gelungen ist, dass man tatsächlich die Quote in den Vorständen nochmal durchgesetzt hat. Das war relativ überraschend aus meiner Sicht, aber man braucht halt den Anspruch, dass wir regieren, dass man da einfach einen Schritt weiterkommt. Und zwar einen heftigen Schritt. Und wir brauchen damit wirklich gesetzliche Regelungen, die uns helfen, dass wir diese Dinge, die wir alle in den Programmen drinstehen haben, in unterschiedlicher Gewichtung, dass wir die letztendlich dann auch umsetzen. Mhm. Und das klingt für mich schon auch so ein bisschen so, wir brauchen auch so ein bisschen revolutionäre Ideen, ne, die mal einfach auch ganz viel umwerfen. Und Frau Almendinger, ich weiß, dass Sie auch eine Verfechterin einer ziemlich revolutionären Idee sind, und zwar die Idee einer 32-Stunden-Woche. Wie kann denn diese 32-Stunden-Woche, wie könnte die zu mehr Gleichberechtigung beitragen? Naja, bleiben wir im Moment bei dem Gender Pay Gap, der mich ja maßlos aufregt aufgrund von zwei Tatbeständen. Erstens wird ganz selten jetzt mit dieser Zahl 19 oder 20% agiert, sondern es wird ja meistens dann ein sogenannter bereinigter Gender Pay Gap ausgerechnet. Und zudem, wenn Frauen ununterbrochen erwerbstätig werden, während wenn sie in den Jobs von Männern wären, wenn sie in der Branche wären, wenn sie in der Region von Männern wären, wenn sie in Stadt, Land und so weiter und so fort. Und je mehr man kontrolliert und je mehr man die Frauen zu Männern macht, desto niedriger wird dann dieser sogenannte bereinigte Gender Pay Gap, mit dem ja viele Institute auch arbeiten. Dann sind wir bei 5-6% und selbst da wäre ja hoch genug, um zu sagen, das ist jetzt die tatsächliche Diskriminierung, wird eigentlich abgelehnt, dass das Diskriminierung ist. Und um dann noch eins draufzugeben, sagt man ja immer, ja, also über was regen wir uns hier eigentlich auf? Frauen wollen in diese Jobs und dann sollen Frauen sich ändern. Sonst ist eigentlich hier wenig zu tun. Das ist das Erste, was an diesem Gender Pay Gap so merkwürdig ist, genauso wie dieser Gender Care Gap, wie ich vorhin sagte, irgendwo nicht richtig ordentlich definiert. Stundenlöhne, die werden in Deutschland im Moment mit 21 Stunden multipliziert pro Woche bei Frauen. Und sie werden in Corona-Zeiten multipliziert mit 42, 43 Stunden für Männer. Und dadurch kommt natürlich der wahre Unterschied zutage, das, was Frauen im Geldbeutel haben und das, was sie im Jahr im Geldbeutel haben. Und natürlich über ein ganzes Leben hinweg ist wesentlich weniger als diese, selbst wenn man auf 19-20% geht, als dieser bereinigte oder unbereinigte Stundenlohn. Vielleicht nochmal eine Zahl, Sie sagten das vorhin schon, wie das mit der Rente aussieht. Richtig, im Durchschnitt haben wir einen Rentendurchschnit von 35%, aber bei westdeutschen Frauen ist er bei 58%. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also es ist ein bisschen mehr, ist wirklich dramatisch. Und der Durchschnitt wird ein bisschen gedrückt durch die Rentensituation ostdeutscher Frauen, die sich bis heute noch unterscheidet, weil Frauen in den neuen Bundesländern
schlichtweg weniger lange unterbrechen, eher auf Vollzeit arbeiten und von daher mehr Rentenpunkte sammeln. Das vielleicht nochmal als ein kurzer Nachtrag. Diese ganzen, und wir hatten das vorhin schon diskutiert, und das ist bei weitem ja nicht nur mein Vorschlag, dass man aufgrund von Produktivitätsgewinnen, aufgrund dessen, dass wir ja gar keine Arbeitszeit, gar kein Arbeitsvolumen verlieren für die Wirtschaft, wenn Männer etwas mit der Arbeitszeit runtergehen und Frauen mit der Arbeitszeit hochgehen. Sondern ganz im Gegenteil, wir gewinnen viel Arbeitskraft von extrem gut ausgebildeten, extrem motivierten, extrem innovativen Frauen. Und wir wissen auch, dass je mehr Arbeit, desto produktiver sowieso nicht stimmt. Insofern würde sich ein Modell rechnen, wo man Lebensarbeitszeiten in den Blick nimmt, wo man in bestimmten Zeiten durchaus weniger als diese 31 Stunden arbeiten kann, in anderen mehr. Mein Sohn ist schon längst aus dem Haus. Ich kann jetzt viel mehr arbeiten als damals und tue das auch gerne. Aber wenn ich damals nicht im Job geblieben wäre, dann hätte ich jetzt nicht den Komfort, auf einer Professur einen relativ coolen Job ausüben zu können. So, und das spricht alles dagegen, ein neues Normal zu definieren, eben kein Normal, wo Frauen immer weiter zu Männern werden, sondern wo man die Mitte sucht und die liegt im Moment rein rechnerisch bei 32 Stunden. Und das müsste man entsprechend sozusagen in die ganze Rente, in die ganze Bezahllogik, in die ganze Entlohnung, in die Tarifverträge und so weiter und so fort reinbetten. Das würde sowieso Ewigkeiten dauern, bis man da hinkommt. Aber genauso wie es dringend jetzt eine Individualbesteuerung mit Kinderfreibeträgen braucht, so braucht es auch hier den Anfang. Sonst sind wir in dieser Situation noch Ewigkeiten. Die 32-Stunden-Woche, wäre das genau so eine Idee? Ja, also die SPD auf Bundesebene, darum geht es ja am Ende, hat ja jetzt gerade ihr Wahlprogramm oder Regierungsprogramm vorgelegt und da ist auch genau dieses Ziel mit aufgenommen und fand ich eigentlich sehr gut und auch sehr richtig. Und Frau Almendinger sagt ja, das Ziel zu formulieren ist das eine, dann wird es trotzdem eine ganze Weile dauern, bis man wirklich diese Rahmenbedingungen gesetzt hat. Aber ich persönlich glaube, es ist mehr als gerechtfertigt. Wir merken doch auch tatsächlich, dass bei allem, was wir auch realistisch beschrieben haben, es gibt ja auch den Wunsch von ganz vielen Männern und Frauen, auch irgendwie mal zu einem ausgeglicheneren Verhältnis zu kommen, die ich empfinde, die jüngere Generation, wir merken das ja auch beim Einstellen, dass tatsächlich auch das Thema, es gibt durchaus auch dieses Bedürfnis und wir haben eine starke Automatisierung, die wird auch weiter zunehmen in unserer Wirtschaft und ich glaube tatsächlich, dass das eine total sinnvolle Sache wäre, zumal es ja auch schon gesagt worden ist, man verliert damit nicht Arbeitskraftvolumen, nicht anders geht, in Anführungszeichen. Ja, das ist ja alles eigentlich Schnee von gestern. Wir sind in einer anderen Situation. Deshalb glaube ich, wäre es für die ganze Gesellschaft gut, wenn man dieses Modell dann wirklich auch umsetzen würde. Mhm. Frau Leubel, was kann denn die Rolle von... Wenn man was nicht probiert, dann kann man nicht wissen, ob es funktioniert. Also das ist einfach mal so. Und ich glaube schon, wenn die Gewerkschaften noch stärker werden, auch, ich muss sagen, eine Gewerkschaft ist so stark wie ihre Mitglieder, glaube ich schon, dass Gewerkschaften diskutieren, argumentieren, glaube ich schon, dass es gelingen könnte, aber ich glaube, es braucht Zeit. Es sind auch andere Modelle, ne? Ja. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, Frau Almendinger, sind auch andere, die wir haben, auch sowas umzusetzen. Und das ist ja auch das Tolle, dass wir auch mehr Flexibilität dadurch haben und auch stärker auf Lebensphasen Rücksicht nehmen können. Und darum geht es ja am Ende, dass wir unsere Leben und unsere Lebenswünsche auch umsetzen können und trotzdem dafür sorgen können, dass... Das würde ich möchte ganz kurz zu den Gewerkschaften sagen, dass die IG Metall das ja schon 2017 mit aufgenommen hat, ausgerechnet eine männerdominierte Branche. Und warum? Weil die IG Metall natürlich ganz genau weiß, dass viele Beschäftigungsverhältnisse in der Produktion sich langsam massiv verändern werden, sodass gar keine Weiterbildung oder so etwas hilft, sondern eine tatsächliche Umschulung von Beschäftigten in ganz andere Berufe, die jetzt entstehen.
und viele der Berufe, die jetzt in der IG Metall vertreten, versammelt sind, sich natürlich maßgeblich transformieren werden. Es war also gar keine Frage der Gleichstellung unbedingt zwischen Männern und Frauen, sondern es war eine überwiegend von Männern getragenen Branche. Ein ganz anderes Kriterium, welches da dahinter stand. Aber halt da kann man doch wirklich Impulse rausnehmen und sagt, man kann das nutzen als einen weiteren Impuls, gemeinsam in so eine Richtung zu gehen. Damit habe ich schon ein weiteres wichtiges Wort gesagt. Wir haben vorhin viel über Digitalisierung gesprochen und haben gefragt, ob das ein Weg ist für Frauen, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Gleichstellung zu kommen. Aber die Digitalisierung hat es natürlich auch an sich, dass wir zu wenige Personen in dieser Branche haben, aber viel zu viel in Bereichen, die so keine Zukunft haben werden. Das heißt, wir brauchen auch Zeit, eben hinreicht ein Konzept, welches in Deutschland wesentlich stärker verankert ist als in anderen Ländern. Und auch deshalb müssen wir über Zeitpolitiken nachdenken und ganz andere auch Absicherungen von Lebensverläufen. Und das Letzte, es geht ja nicht nur darum, dass die Weltreise ermöglichen würde. Dann könnte man mir noch erzählen und ich, wenn er dann später in einem Rentnerbus säße und ich nicht mehr leben würde und so. Es ist ja wirklich das Zeichen der neuen Generationen, mehr Zeit für sich zu wollen. Aber wir müssen sehen, dass diese Zeit natürlich auch eine gesellschaftlich extrem wichtige Zeit ist. Dieses sich verbinden miteinander, überhaupt Stereotypisierungen abbauen zu können, dass wir mehr Zeit für soziales Engagement geben. Insofern gehört zu diesem ganzen Komplex meines Erachtens auch dazu, dass wir doch noch mal ernsthaft nachdenken über ein verpflichtendes soziales Jahr. Das braucht auch Zeit, die geht auch weg von der Erwerbsarbeit. Aber sie ist gesellschaftlich enorm wichtig und würde wahrscheinlich auch auf Umwegen auch was zur Geschlechtergleichstellung beitragen. Und Frau Almendinger, das bringt mich jetzt noch mal dazu, auch noch mal die Blickrichtung ein bisschen zu verschieben. Wir haben ja jetzt viel über Arbeit, über Digitalisierung, über all das gesprochen. Aber wir wollen auch noch mal auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft schauen. Und da möchte ich Sie gerade fragen, können Sie uns einen kurzen... Das hat ja mit dem anderen was zu tun. Theresa Bück hat es ja vorhin schon super ausgedrückt. Wir können nicht an Kulturen anfangen, die Strukturen so lassen. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und ich bin nach wie vor jedes Mal vollständig frustriert, wenn wir mit neuen Experimenten ins Feld kommen. Es läuft dann meistens so ab, dass wir so fiktive Bewerbungen schicken auf ausgeschriebene Stellen und dann beispielsweise neben dem Geschlecht auch die Zeit variieren, in der man in Elternzeit ist. Also sagt man, die eine Frau ist 10 Monate in Elternzeit, die andere Frau ist 2 Monate in Elternzeit. Und wenn man dann sieht, dass Frauen, die 10 Monate in Elternzeit waren, eher eingeladen werden zu einem Bewerbungsgespräch als Frauen, die 2 Monate in Elternzeit waren, was ja zunächst mal ganz kontraintuitiv ist, weil man denkt, naja, die Arbeitgeber wollen doch die zuverlässige Arbeitnehmerin. Wenn man dann die Arbeitgeber fragt, ja, wie denn das? Und dann immer noch hantiert wird mit den Ausdrücken, boah, ob so eine überambitionierte, zickige Frau da reinpasst. Also das ist uns vielleicht zu viel für das gesamte wunderbare Gefüge unserer Arbeitsorganisation. Dann sehen wir, zu was der Stillstand struktureller Rahmenbedingungen zu ändern führt, nämlich zu einer Tradierung kultureller Verortungen zum Stellenwert der Frau in der Gesellschaft. Und das heißt, wir müssen an beiden Dingen ansetzen. Ich bin als Sozialwissenschaftlerin natürlich immer eine, die sagt, wir müssen jetzt tatsächlich mit geballter Kraft und auch mit den CDU-Frauen, die im Übrigen auch eigentlich mehrheitlich, kann ich sagen, dahinter stecken, dieses Ehegattensplitting abzuschaffen. Die sollen sich jetzt dann auch mal parteiintern durchsetzen. Das wird schwierig bei der ganzen Männerriege, überhaupt keine Frage. Aber zumindest hat man da ja einige Personen, wo man vielleicht Allianzen schnüren kann. Aber nur zu denken, wir kriegen die Kulturen geregelt und dieses, was ist weiblich. Um gerade beim Blick auf die Geschlechter was zu verändern, ist natürlich auch Sprache. Und Frau Bücker, Sie als Journalistin, als Kolumnistin, als Bloggerin haben ja tagtäglich mit Sprache zu tun. Was denken Sie zum Thema gendergerechte Sprache? Kann die helfen, um
alle marginalisierten Geschlechter sichtbar zu machen? Also Sprache ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Mir wird gerade über das Thema ehrlich gesagt ein bisschen zu viel debattiert. Wir haben das schon seit Jahren eigentlich auf der Agenda und wir sehen ja, dass Sprache sich tatsächlich auch verändert. Also das Deutsche hat sich schon immer verändert und mittlerweile machen es ja auch viele Medien oder haben es teilweise für ihre MitarbeiterInnen freigegeben, wie sie es machen. Wir sehen ganz viele verschiedene Variationen, ob es jetzt das Gender-Sternchen ist, der Gap, der Doppelpunkt. Also da wird viel experimentiert und ich glaube, darüber setzt es sich auch langfristig durch. Der Spiegeltitel war ja gerade auch dazu, auch wenn er sehr unglücklich formuliert war, muss ich sagen, das Stück dazu im Heft selber ist dann eigentlich ganz okay, aber der feministische Diskurs befasst sich gerade nicht so viel mit Sprache, wie es medial abgebildet ist. Das ist eigentlich ein Zerrbild. Also ich würde sagen, die Menschen, die sich für Gleichberechtigung interessieren, die machen das ohnehin schon und das sickert so in die Gesellschaft durch. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ich würde mir medial einfach die Aufmerksamkeit für die harten Themen wünschen, die jetzt anstehen. Ich finde es aber ganz interessant, es bei kleinen Kindern zu beobachten. Ich habe ja selber zwei kleine Kinder. Das eine spricht noch nicht, die andere aber schon. Und die hat ganz früh angefangen, als sie 3 Jahre alt war, hat sie mir erzählt von ihren Erzieherinnen und Erziehern in der Kita, weil da eben beide arbeiten. Und ich sehe, dass man bei Kindern da wirklich unheimlich toll die Vorstellungskraft prägen kann oder wie natürlich die einfach alles aufnehmen. Wir haben auch vor längerer Zeit ein Buch über Intersexualität gelesen und sie weiß eben mittlerweile, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt und wendet das auch an. Also wenn ich in der Diskussion am Küchentisch nur von Frauen und Männern spreche, dann sagt sie, Mama, aber du hast die Mitte vergessen, weil sie benutzt das Wort Mitte für die Geschlechter dazwischen. Und ihr ist ja eben völlig klar, oder sie spricht dann auch darüber, dass sie sich nicht klar verorten muss als Frau oder als Mann, sondern dass es eben diese Zwischenebenen gibt oder sie da ganz frei mit umgehen kann. Und wiederum merke ich dann eben auch als Elternteil, man muss das, was an Geschlechterklischees schon auf kleine Kinder gedrückt wird, weil sie es irgendwo mitbekommen und in der Kita dann irgendwelche Kinder zu ihr sagen, Mädchen dürfen aber kein Fußball spielen, wie sehr man da dagegen halten muss. Und mich stimmt das auf der einen Seite total positiv, weil ich sehe, wenn wir das Kinder vermitteln, was Sprache kann, was sie alles werden können, dann verinnerlichen die das und die haben überhaupt nicht diese Denkschranken, die jetzt vielleicht Erwachsene haben. Das gehen die total freiheitlich mit um. Deswegen wünsche ich mir auch, dass diese Themen endlich alle in die Lehrpläne kommen. Und wir haben auch zum Beispiel ein Instrument dafür, das ist die Istanbul-Konvention, die Deutschland ja endlich ratifiziert hat. Die sieht genau das vor, dass eben alle Gleichberechtigungsthemen schon in die Lehrpläne kommen, damit kleine Mädchen, kleine Jungen oder wie auch immer sie sich sehen, Frau Bücker, auf sie zukommen. Aber ich muss jetzt leider Sie an dieser Stelle ein bisschen abwürgen, denn ich wollte nämlich von unserem einen Punkt der Sprache auch noch den Bogen noch mal auf was quasi spannend, was für uns ganz wichtig ist, auch noch mal zu beleuchten, und zwar die Vorbilder, gerade auch für die Kleinen wie Ministerpräsidentin. Sie als Frau in der Politik, Frau Dreyer, da würde mich einfach mal interessieren, wie ist das denn so als Frau in der Politik, gerade heutzutage? Ich meine, der Ton, das haben wir schon häufiger gehört, wird rauer, seit AfD und Konsorten in den Parlamenten da sind. Naja, das ist ja jetzt nochmal eine ganz krass, aber ich glaube, ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, der Hass und die Hetze, die klingt anders bei Frauen. Das nervt mich jetzt ganz persönlich so, dass es immer wieder diese alten Themen sind. Also die Grenzüberschreitungen Frauen gegenüber sind dann auch echt nochmal so geschlechtsspezifisch, ja, total demütigend eigentlich. Aber ich glaube tatsächlich, viele Journalisten, Journalistinnen, die ist sich nicht mehr in der Politik, das kann ich jetzt einfach nur mal so sagen. Aber es hat sich tatsächlich auch in der Politik ja wahnsinnig viel geändert, auch wenn
man gar nicht zufrieden sein kann mit dem Zustand. Aber ich mache es immer so fest, mein Gradmesser war, als ich begonnen habe, war wirklich jede Sitzung begann damit, sehr geehrte Frau Dreyer, meine sehr geehrten Herren. Und dennoch ist es so, dass ich voller Sorge bin, wenn ich so sehe, wie wenig Frauen eigentlich nachkommen. Also ich habe es mir selbstverständlicher vorgestellt. Ich achte darauf, wir haben immer ein Kabinett, was mindestens 50-50 ist. Also bei mir unter meiner Statement auch, also ich bin davon überzeugt, aber es ist ein Statement auch nach außen, dass man auf solche Dinge achten kann und damit auch immer noch mehr Vorbilder schafft. Ja, wir haben ja auch ganz viele Familienentwürfe in unserem Kabinett, auch junge Frauen, die mehrere Kinder haben, die ihren Job super machen. Und das merke ich, ist für junge, also für Mädchen immer so total wichtig. Also ich treffe ja oft Mädchen in schulischen Zusammenhängen, was auch immer. Die können mich dann alles fragen, was sie wollen. Und eine der ersten Fragen ist immer, wenn ich den und den Beruf mache, kann ich dann auch Familie gründen? Und für mich, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir weiter an diesen Rahmenbedingungen arbeiten. Aber man braucht tatsächlich auch Rollenvorbilder. Und ich finde, dass privaten Wünsche sehr gut mit ihrem Beruf zusammen. Und ich glaube tatsächlich, dass man das auch verstärkt noch braucht in der Zukunft, um Rollenbilder tatsächlich auch für die nachkommende Generation einfach noch mal sichtbarer zu machen. Ja. Mhm. Ansonsten kann ich nur sagen, und es geht, glaube ich, jedem so oder jeder, es ist ja nicht nur so, dass Studien belegen, dass man 100% erfolgreicher ist, wenn alle Sichtweisen zusammenkommen. Es ist einfach, Diversität ganz generell bereichert. Und wenn man glaubt, in einer Gruppe, egal ob Mann oder Frau, kann man alles, dann liegt man halt einfach fast abbildet, dann fehlt etwas. Und dieses Etwas ist mehr als wichtig. Es ist tatsächlich, es geht am Ende um den Erfolg. Ja, wie können wir denn dann, um quasi diesen Erfolg zu erreichen, wie könnten wir dann zum Beispiel auch Parität in den Wenn wir irgendwann ein Paritätsgesetz hinbekommen, weil es ja nicht daran scheitert, also ich sage jetzt mal, bei einigen Parteien, es sind die Grünen, es ist die SPD, die CDU kämpft, ja, vielleicht schafft es ja diesmal auch, hat man Quoten schon in der Listenaufstellung. Das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass am Ende das Wahlverhalten, das ist sehr frei, trotzdem ganz häufig dazu führt, dass dann eben die Männer hochgewählt werden und die Frauen dann doch auf der Strecke bleiben. Und das könnte man, wenn es immer noch so war, dass die Gerichte es anders entschieden haben. Ich glaube aber tatsächlich trotzdem, ich bin Juristin, aber ich bin fest davon überzeugt, auch Rechtsprechung verändert sich mit der Zeit, wenn Gesellschaft sich insgesamt verändert und wenn gesellschaftliche Realitäten noch mal ein ganzes Stück verändert, dann verändern sich auch Umstände und dann sind vielleicht auch die Auslegung von bestimmten Grundrechten, Abwägungen im Grundrechtsbereich werden vielleicht irgendwann dann auch mal noch mal eine andere werden. Das hoffe ich zumindest. Oh, ich glaube, das hoffen wir alle irgendwo. Genau. Also wir nähern uns ja langsam, leider schon dem Ende unserer Gesprächsrunde. Aber darum möchte ich natürlich trotzdem, dass wir auch ganz bewusst nochmal den Blick in die Zukunft werfen. Da frage ich gerade Sie mal, Frau Leub. Nicht immer dafür kämpfen müssen, dass Sie anerkannt sind mit dem, was Sie tun, sondern dass es ganz selbstverständlich ist. Also dann müssten wir, wenn wir Resümee ziehen über das ganze Gespräch hier, würden alles auf, dass ganz klar ist, dass man als Frau nicht immer sagen muss, sag ich das mal, was man getan hat, oder, ne, sondern dass es ganz klar ist, jawohl, die Arbeit ist anerkannt, es gibt keine Ungleichheit mehr zwischen Mann und Frau, sondern das ist ein besserer Ausdruck. Quasi so, dass wir gar nicht mehr drüber sprechen müssen. Es ist einfach so. Ja, ich finde es immer schrecklich, wenn man sagen muss, als Frau, was man alles geleistet hat oder Sonstiges. Ja, an sich, man sieht es. Also kein Mann muss herausstellen, was er tut. Aber was muss sich ändern? Und wen oder was brauchen wir, um unsere Ziele, die wir haben, zu erreichen? Naja, das ganze Bouquet, das war doch vorhin Ihr Ausdruck, das übernehme ich doch jetzt mal. Ich habe mehr Taten, ist etwas, was heute Abend das erste Mal gesagt worden ist. Es ist eine interessante Zusammentragung, es ist eine Verschärfung, die sich jetzt ergeben hat von Corona. Vieles davon, alles davon hatten wir schon vor Corona. Wir haben eine Umsetzungsplanung, die mir dann sagte, also wieso denn? Alle Optionen für Frauen sind da und was an Ungleichheit bleibt, ist
dass Frauen schlichtweg anders leben wollen als Mensch, als Männer und Männer. Und solange wir dieses noch haben, also dieses Ausblenden von diesen ganzen Zuschreibungen, von den ganzen Strukturen, die dagegen wirken, solange hilft es eigentlich nichts, als tatsächlich sich an die Arbeit zu machen. Und 2021 ist ein gutes Jahr, weil wir jetzt bitter bezahlt haben durch die Corona-Krise, wo wir enden, wenn wir nicht langsam tatsächlich entschlossen und über alle Bereiche, über alle Hierarchien, über alle Altersbereiche hinweg, über alle politischen Bereiche hinweg anfangen, Nägel mit Köpfen zu. Ja, wie so eine Art Brennglas das letzte Jahr, ganz genau. Ja, und Frau Bücker, gerade unter diesem eingebrannten Erfahrungen des letzten Jahres, was wünschen Sie sich vielleicht auch so in Bezug auf Ihre Kinder für die Zukunft? Ja, ich finde, Kinder zu haben, verstärkt das ja einfach nochmal. Ne? Also ich sehe ja auch, ich werde meiner Tochter Dinge erklären müssen, die ich ihr lieber nicht erklären würde. Und dann hoffe ich, dass es, falls ich Enkelkinder haben werde, es für sie anders sein wird. Und auf diesem Weg brauchen wir eine feministische Politik. Und auch wenn es in der Union bei den Frauen durchaus Sympathien dafür gibt, beispielsweise das Ehegattensplitting abzuschaffen, denke ich doch, dass mit der Union und mit einer großen Koalition ist keine feministische Politik zu machen. Für eine feministische Politik, das ist ein linkes Projekt und da gibt es so viel zu tun. Also ich finde es weiterhin nicht tragbar und das ist keine Vision einer Gesellschaft, die ich habe, dass ich Kindern erklären muss, was sexualisierte Gewalt ist. Da müssen wir ran, eben auch politisch. Das muss aus der Welt. Gewalt gegen Frauen muss aus der Welt. Wir brauchen Armutsbekämpfung. Also es ist einfach, wir haben so viel zu tun und feministische Politik wird ein linkes Projekt sein und dafür, wenn ich das an die SPD an diesem Abend mitgeben will, dafür müssen wir für linke Mehrheiten kämpfen, um wenigstens etwas in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bewegen zu können. Das fand ich jetzt ganz wichtig, weil darüber haben wir den ganzen Abend überhaupt nicht gesprochen. Die ganze Frage der sexualisierten Gewalt und der ganzen Ungleichheiten, die dadurch zustande kommen. Ja. Und genau in diesem Kampf dagegen, da ist natürlich auch eine Frage, die ich gerne Ihnen, Frau Dreyer, stellen würde. Was kann uns denn einen, was kann uns Stärke geben bei diesem gemeinsamen Kampf? Naja, es ist eigentlich auch ein bisschen bedauerlich, aber es ist tatsächlich richtig, was gesagt worden ist. Ich glaube tatsächlich, man muss in einem nächsten Regierungsprojekt einfach schauen, wie kann man diese wirklich bitter notwendigen, überfälligen Dinge auch auf den Weg bringen können. Und wir haben gar nicht über das Thema Gewalt gegen Frauen gesprochen. Das ist für mich eigentlich von allem, was wir besprochen haben, das allerschlimmste Thema. Es ist für mich so, das fasst mich irgendwie immer richtig an, als wir 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert haben. Wir haben ja immer alles so eigentlich aus dem Bereich, wirklich aus dem, wir haben ein feministisches Mädchenhaus hier gegründet in der Stadt Mainz, um Kinder, junge Mädchen zu schützen, die Gewalt ausgesetzt sind und denen einfach eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Und dass wir im Bereich Gewalt gegen Frauen eigentlich irgendwie gar nicht vom Schaffen, wirklich die Kurve da an dieser Stelle zu kriegen. Und deshalb glaube ich auch, dass wir tatsächlich einen richtigen Regierungsschwerpunkt auch brauchen in all diesen Punkten, dass man mit dem Thema Gleichstellung zwischen Frauen und Männern einfach einen ganz großen Schritt nach vorne kommen, weil es natürlich gar nicht geht, nur das Thema Gewalt irgendwie zu regeln, sondern es ist auch aus, glaube ich schon, braucht man mehr Fortschritte und man braucht tatsächlich eine feministische Politik, um diese Themen dann auch beherzter angehen zu können. Also davon, das würde ich mir auch sehr wünschen. Ich arbeite da ja auch sehr stark an diesen Themen und ich würde mir total wünschen, ich hätte mir nicht vorstellen können als junge Frau, als ich angefangen habe, Frauenpolitik zu machen, dass ich all diese Sätze irgendwie noch ein halbes Leben lang weiter sozusagen erzähle, weil es stimmt ja auch, was jetzt mehrfach gesagt worden ist. Wir wissen viel, wir haben auch Dinge erreicht, das will ich schon gar nicht bestreiten, das müssen wir auch immer wieder so im Blick haben, aber wir haben einfach noch so große Löcher,
die wir wirklich füllen müssen und ändern müssen, dass man da schon nochmal einen richtigen Schub braucht. Ich habe einen Gedanken noch gehabt, als Jutta Almendinger vorhin gesprochen hat von den CDU-Frauen. Es gab natürlich schon eine Zeit, als beispielsweise das Frauenwahlrecht für die Frauen durchgekämpft worden ist. Da haben schon alle Frauen parteiübergreifend an diesem Ziel gekämpft. Und das ist schon auch ein Problem, dass das nicht mehr geht. Dass die Frauen sich nicht verbünden können, wenn es um diese essentiellen, grundlegenden Fragen geht. Und das wäre ganz schön, wenn wir das mal wieder schaffen würden. Dann hätten wir auch eine größere Kraft im Parlament. Das ist doch mal hier ein guter Gedanke, woran wir vielleicht auch im kommenden Jahr bis zum nächsten Weltfrauentag arbeiten können und müssen irgendwo auch. Weil natürlich der Weltfrauentag ist ein Schlaglicht, den wir morgen auf all diese Themen und eben heute Abend schon werfen. Aber die eigentliche Arbeit geht ja weiter, tagtäglich, ja, wenn es um Veränderung geht. Ne? Und in diesem, was, ja, nehmen Sie mit als Gedanken oder was nehmen Sie mit in den Kampf fürs nächste Jahr? Ich fange einfach mal bei Ihnen an, Frau Lohr. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass man nicht nur so kann man was erreichen. Finde ich. Super. Ja, Frau Bücker. Ich glaube, dass nach einem Jahr Pandemie oder wie lange sie auch immer noch dauern wird, sehr viele Menschen noch größere Lust auf politische Veränderungen haben und sich dafür einbringen werden. Und das ist so meine Hoffnung für die nächsten Monate und Jahre, dass durch vieles, das jetzt nochmal sichtbar geworden ist oder vielleicht auch nochmal ein Frust, der bei einzelnen Menschen entstanden ist, dass sich übertragen wird in politisches Engagement, dass die Veränderungen und Ideen dann eben auch mit unterstützt werden, mit auf den Weg gebracht werden. Mhm. Und Frau Almendinger? Naja, ich profitiere im Moment von extrem vielen relativ alten, also so älter, so alt wie ich, kann ich sagen, ein bisschen älter, Väter, die sagen, puh, meine doch so wunderbare Tochter schafft es nicht, da wo ich sie eigentlich hin habe ausbilden müssen. Und mit denen gemeinsam, also nicht nur frauenübergreifend, sondern tatsächlich auch mit der Hilfe von Männern da dran zu gehen. Weil es ist ja nicht nur ein feministisches Projekt. Natürlich muss es von uns angegangen werden. Aber es ist ein Projekt, welches der gesamten Gesellschaft helfen wird. Das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Und von daher ist dieses Gemeinsame und sie tatsächlich auch am Kraken zu packen und sagen, jetzt lasst doch mal euren Worten auch Taten folgen, auch der Männer, für mich etwas, was sehr weit oben steht. Und meinen Schlusssatz würde ich eigentlich gerne in höchster Anerkennung an Frau Leubel formulieren, weil man ja immer den Eindruck hat, wenn man jetzt Krankenschwester ist und auch noch im Betriebsrat ist und auch noch Vorsitzende ist. Ich weiß, weil ich im Aufsichtsrat von den Berliner Stadtreinigungen bin. Also ich finde, solche Frauen, wenn man die mehr hätte und auch mehr so zeigen würde wie heute Abend, dass das einen unglaublichen Optimismus auslösen würde und wahrscheinlich wesentlich wirksamer wäre, als wenn Akademikerinnen wie ich dann irgendwie so vom Elfenbeinturm von so einer Halbkanzel her predigen. Von daher mein außerordentliches Kompliment, Frau Leubel. Danke. Schön. Ja, und Frau Dreyer, wen oder welche Themen packen Sie am Kragen? Ach ja, wir haben ja über viele Themen gesprochen und ich finde sie alle relevant. Wir können nicht anfangen, bei einem Thema anzufangen, sondern wir müssen wirklich einfach das ganze Bouquet aufmachen. Haben wir heute Abend gelernt, ja. Aber ich will vielleicht abschließend auch noch mal sagen, es ist ja auch wieder heute Abend dann immer wieder tolle Frauen kennen. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch fest davon überzeugt bin und ich erlebe das ja auch bei der jüngeren Generation. Wir haben auch inzwischen viele, viele junge Männer, die auch diese Anliegen teilen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, schlicht und ergreifend, weil sie auch eine andere Idee von ihrer Lebensgestaltung haben, als es früher vielleicht der Fall war. Und mit dieser gemeinsamen Kraft, denke ich, kann man schon auch etwas bewegen. Das sollten wir uns alles weiter vornehmen. Und dann glaube ich weiterhin daran, dass wir es dann auch schaffen und dass ich das auch nochmal als aktive Politikerin erleben werde. Das wird mich ganz besonders freuen und daran arbeite ich dann hart. Und vielen Dank an alle, es war wirklich eine schöne Runde. Toi, 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 Malu. Ja, danke. Vielen Dank, Jutta. Wunderbar, ja.
Danke, Theresa, für deine zwei Töchterchen. Ja. Ja, und Sie merken schon, langsam geht es quasi schon dem Ende entgegen. Wir haben das Ende inhaltlich erreicht, aber gleich gibt es noch mal einen wunderschönen musikalischen Abschluss von Männer Mulugeta. Und vorher möchte auch ich noch mal Dankeschön sagen an Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer, an Frau Leubel, an Frau Almendinger und natürlich auch an Frau Bücker. Und ich möchte gleichzeitig noch mal Danke sagen an diejenigen, die auch hier geholfen haben, das Ganze zu stemmen und auf die Beine zu stellen. Also ein ganz großes Dankeschön, Verband auch in die Planung und in die Vorbereitung dieses Events involviert waren. Oh, das wollte ich ganz am Anfang sagen. Hallo, was macht man normalerweise am 8. März? Man feiert mit der ASF. Sorry, was ein Glück hast du dran gedacht. Also danke an die ASF-Frauen, ganz klar. Genau, und natürlich auch Dankeschön an alle da draußen, die uns jetzt zugehört haben, dass sie unser Gespräch verfolgt haben und hoffentlich jetzt ganz motiviert sind, auch selbst morgen am Frauentag aktiv zu werden, aber auch aktiv zu bleiben und vielleicht wirklich, wie wir gehört haben, das Ganze in politisches Engagement ins nächste Jahr reinzubringen. Ich wünsche uns jetzt auf eine Rede einer New Yorker Gewerkschafterin zurück, die sagte, die arbeitende Frau braucht Brot, aber sie braucht auch Rosen im Sinne von gerechter Lohn, aber auch ein menschenwürdiges Leben. Also in diesem Sinne haben Sie einen entspannten Abend. Danke an alle. Tschüss. Vielen Dank an alle. Ein schöner Tag durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Werkshof lag, beginnt plötzlich die Sonne unsere arme Welt zu kosen. Jeder hört uns singen, Brot und Rosen, kämpfen wir auch für den Mann, weil unbemuttert kein Mensch auf die Erde kommen kann. Und wenn das Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, wollen wir mehr, gebt uns Leben, doch gebt uns Rosen auf. Sein Bestes zu Ende sei, dass kleine Leute schuften für die Großen. Hey!